Hantai, und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen mit Familie Grusel und Kurios und Upsala, das war die Belinda, die ja uns hoffentlich mal einen, ja, Servoroboter noch macht. Ich weiß nicht, wie weit sie ist, wobei es sieht ziemlich nach oben ausgehend aus, ne? Dann, ich bin sehr gespannt, wie der eigentlich aussieht. Und was ich mit ihm machen kann. Sehr, sehr gespannt. So, Egon, unser lieber Egon, der ist bereits 80. Habe ich gerade gesehen. Ich vermute mal, dass er nicht mehr allzu lange hat. Ui, Geister. Bella und Lutz. Er regt sich immer noch auf, dass ihre Betten nicht mehr da sind. Ach Mann. Habe ich die Betten von Lutz auch nicht mehr? Doch, das ist doch sein Bett, oder nicht? Naja, gut. Ausgerechnet ihn musst du so erschrecken. Ich glaube, geh mal lieber nach drinnen, komm. Geh mal lieber baden. So, wo ist denn unsere Tamara? Ah, die ist hier oben. Die steht gerade auf, okay. Dann gehst du mal baden und säubern und ja, ich glaube, du gehst erstmal was essen. Geh mal frühstücken hier unten. Ach, wir haben hier nochmal ein Stück Pizza. Okay. Frühstück, Pizza, ja, na ja, gut. Warum ziehst du das vor? Ist doch doof. So, unser lieber Nepomuk, der ist ja auch noch da. Er hat jetzt Charisma. Ich glaube, der ist voll gewesen, genau. Dann, mein Lieber, kannst du eigentlich auch noch mal. Ach ja, okay, das nicht essen. Wir gehen mal zu aufräumen. Und ich mache das auch mal direkt weg. Dann kannst du sagen, einmal Reste nehmen. Wir gucken mal, was drin ist. Unser lieber Alex, der. Oh, genau, der geht schlafen. 4 Tage hat er noch bis zum Oldie. Okay. So, er räumt auf. Und ich gucke mal wieder zu Belinda hoch. Oh Gott, bald, bald, bald ist es soweit. Und ich habe meinen ersten Roboter. Oh, guck mal, Tamara. Genau, du kannst jetzt auch mal runtergehen, Tamara. Die Geister geistern heute hier wieder rum. Reste nehmen. Mein lieber Egon. Ich würde ihn ja eigentlich schon noch ein paar Tage mehr gönnen eigentlich, damit er noch sieht, dass Kathi nach Hause kommt oder so. Eigentlich könnte ich das tatsächlich machen. Geh noch mal einmal, machen wir das mit dir. So, Tamara kommt runter. Wie alt ist sie eigentlich? 69. Okay, Belinda. Ja, die hat noch ein paar mehr Tage, 61. So. Hat es gewirkt? Ja, es hat gewirkt. Das heißt, er ist jetzt 77. Wunderbar. Und dann kannst du mal machen, was du möchtest. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts Bestimmtes für dich. So, Nepomuk. Loben für Tierfutter fressen und dann irgendwie spielen. Warte mal, spielen, toben. Das können wir dann noch ein bisschen machen. Ich gucke wieder zu Belinda nach oben. So, und ich spule mal gerade ein kleines bisschen vor. Weil ich echt gespannt bin. Servo wurde von Belinda fertiggestellt. Verkaufe das Objekt oder wähle es im Kauf- oder Baumodus und platziere es in der Spielewelt, um es zu verwenden. Für 6.000 könnten wir ihn theoretisch verkaufen. Wartet mal, ich möchte mal gerade auf Stopp machen. Das ist ein Servo. Okay. So sieht er aus. Wenn er sitzt quasi. So, wartet mal, muss ich ihn jetzt auf den Boden stellen oder wie muss ich das machen? Moment. Ich nehme dich und ja, setze dich mal auf den Boden. Und dann quatsche ich dich mal an oder so. Initialisieren als
Will ich einen Mann oder eine Frau? Robo-Mann. Aber wir machen mal einen Robo-Mann. Wir können dann nochmal einen machen und machen den als Robo-Frau. Oder wie? Wenn ich Lust habe dazu. Oh, ich kann ihm auch einen Namen geben. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ach, wir könnten ihn wirklich nach ihrem Nan Mann. Nervus. Nervus. Und hier ist er schon drin. Guckt mal, ich kann ihn echt tatsächlich spielen. Also irgendwie ist heute hier in der Etage. Ja, cool. Hier Power. Roboter brauchen Power. Es gibt nichts Energiereicheres als die guten Sonnenstrahlen. Jetzt lass mich doch mal weiterlesen. Um den Power-Level oben zu halten. Wenn du einen Roboter jedoch nicht mit genügend Power versorgst, könnte das fatale Folgen haben. Ansonsten braucht er Spaß, Freunde und eine gute Umgebung. Ach Gott, er ist romantisch. Echt jetzt. Ja, das ist ja super interessant hier. Fähigkeiten hat er quasi voll. Er ist ordentlich aktiv. Nett, also es liegt im oberen Bereich, aber eher schüchtern. Okay. Erinnerungen hat er natürlich noch keine. Oh, das kann ich ihm sogar auch geben. Okay. Dann machen wir das mal so. Und ich kann ihm tatsächlich einen Job geben? Ich wollte gerade sagen, Servo altert. Servo altert nicht. Also das heißt, ach Gott, er heißt sogar Krusel mit Nachnamen, dass der ewig hier lebt, aber dann ist ja ewig auch einer besetzt. Das wäre dann doof, wenn ich noch einen mache, oder wie ist das dann? So, mein lieber Servo, ich weiß nicht, wir gucken einfach mal. Umziehen, Alltagskleidung. Ich kann ihn theoretisch schlafen legen, aber ich glaube nicht, dass er das benötigt. Und, wir suchen mal einen Job. Dann machst du ein bisschen Geld. Wir haben ja nicht ganz so viel Geld in dem Haus. Okay. Um 10 war jetzt nicht gerade wirklich interessant. Es sieht genauso aus wie davor. Okay, wir gucken erstmal, was würde denn passen? Meeresforschung für einen Roboter ist etwas, naja, nicht so toll. Geheimdienst wäre wahrscheinlich sogar interessant. Gastronomie, nee, möchte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht. Das haben wir hier schon gehabt. Hausarbeit machen. Gesetzeshüter. Ja gut, wir nehmen das mal an. Gesetzeshüter. Und dann bin ich mal gespannt. Das sieht genauso aus. Gut, er hat aber direkt mal 2 Tage frei jetzt. Hausarbeit machen. Wir haben einen Roboter und ich kann ihm sagen, was er tut. Ist ja echt krass. So, mein Lieber, hier, mach das mal, alle Bücher weglegen. Und dann gehst du erstmal ins Bett. Wann wirst denn du älter? In 3 Tagen? Hoppala. Okay. Egon. Egon, du gehst auch mal auf die Toilette. Moment. Benutzen. Und der Roboter macht uns was zu essen. Ah, du gehst auf. Dann schlafen. Kann der theoretisch auch ausziehen? Ich denke mal ja, ne? Also, ja, neues Zuhause suchen. Es würde mich nämlich tatsächlich interessieren, nochmal ein Robotermädchen zu machen, wie die aussieht. Aber das Haus ist halt dann voll, wenn ich bedenke. So. Er macht was zu essen. Belinda, wo bist du eigentlich? Hier draußen, okay. Dann geh mal auf die Toilette
Und dann kannst du hier was essen. Und danach vielleicht mal baden. Und ich guck mal ganz nach oben. Ich glaube, vermutlich ist das das Höchste gewesen, was wir machen können, ne? Wachroboter Servus, ja. Aber man kann damit tatsächlich jedes Mal 3000 machen. 3000 zahle ich und 6000 hätte ich ihn verkaufen können. Okay, ich würde mal sagen, wir machen noch ein Mädchen. Und dann gucken wir einfach im Laufe der Zeit, ob die hier wohnen dürfen oder nicht. Könnt ihr ja jederzeit ausziehen lassen. So, Tamara. Oh, da ist dreckig, wo Alex schläft, aber er schläft halt. So, dann gehst du auch mal auf die Toilette und wo ist denn unser? Der macht schon wieder Essen. So viel Essen essen wir doch gar nicht. Was? Was macht er jetzt? Hausarbeiten machen. Mach du das mal weiter. Und eigentlich müssen wir ein bisschen das weglegen, sonst ist es echt zu viel. So, Nepomuk schläft, Egon schläft. Was macht er? Säubern, tatsächlich. Aber der Hund. Ach so. Doch, der Hund schläft doch noch. Dann geht's nicht, gell? Aber das. Jetzt steigt er aus. Raus. Wie geht's überhaupt unserem Alex? Ah, gut. Harndrang, Hygiene. Ah, okay. Da können wir mal. Warte mal. Das könnte Tamara übernehmen. Was mache ich denn? Oder machen wir das Essen nicht fertig? Dann gehen wir erstmal mit dem Alex spazieren. Und dann, wenn wir wieder kommen, können wir den Alex waschen. Einmal spazieren gehen, bitte, mit ihm. Mittlerweile wirklich eine Roboterfamilie geworden hier. Mit Wachroboter, Putzroboter, den Hydro-Roboter und den Mampfroboter. Oh nein, Feuer! Wer hat denn jetzt das Essen in den Ofen gemacht? War das der Roboter? Kommt schon jemand und löscht, Gott sei Dank. So. Okay, dann nimm's mal raus. Nimm es mal raus. Hat dir sie das jetzt zu Ende gemacht? Ich muss gestehen, ich weiß es jetzt gerade nicht. Das war die schöne Forelle. Die ist jetzt schwarz. Nee. Du brauchst es. Gar nicht zu servieren. Ich muss schon husten, auch wenn ich nur dabei zuschaue. Ja. Abspülen, abspülen. Dann gehst du mal gerade noch baden. Und ich wollte, dass du mit dem Alex mal mit ihm spazieren gehst. Oder sollte unser Servo das machen? Der putzt da draußen. Oh. Was ist das? Servo, Arbeitsmaterial anpassen. Gartenarbeit, ich übernehme. Ach so, das ist das von Belinda oben. Das ist aber ganz gut, das nochmal zu lesen. Er hat Gartenarbeit, ich übernehme Kochen, ich übernehme periodische Anfälle mutwilliger Zerstörung. Jederzeit, ich übernehme. Dieser freundliche, menschenähnliche Roboter ist nur einen Schritt vom Menschen entfernt. Das Servomodell verfügt über eine geschlechtsvariable Key-Einheit, die alle Wünsche eines echten Menschen simuliert. Freundschaft, Erfolg, sogar Liebe. Sogar nur dafür, dass das Servomodell stets bei guter Laune bleibt. Achso, sorge nur dafür. Sonst bist du derjenige, der die Aschehäufchen beseitigen muss, während dein neuer Freund funkensprühend in der Ecke liegt. Jo.
Dann sind wir mal gespannt. Aber noch geht es ihm ganz gut hier mit seinen Bedürfnissen. Oh, was war das eigentlich? Ah, rechts seht ihr denn das männliche und links, das ist ein weiblicher Roboter, würde ich mal so behaupten. Mit einer Schleife oben auf dem, was auch immer es ist. Ich bin echt echt fasziniert von ihm. So, oh, Egon ist schon wieder wach. Egon, du könntest dich mal, sag mal ganz fix, mal kurz duschen und dann gehst du auch was essen, weil hier unten liegt noch was. Nepomuk habe ich auch gesehen, der ist schon wach. Der geht mal ein Sprudelbad unten nehmen. Das kannst du direkt machen. Belinda ist hier oben. Tamara sagte, ah ja, genau, spazieren führen. Ich warte jetzt noch, ob es klappt. Dass die beiden auch wirklich gehen. Danach wäre es sinnvoll, wirklich ihn zu waschen, wahrscheinlich. So, und ich sage erstmal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Sakinada. Ciao, ciao.